So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Wir sind hier in der Wüste und trainieren jetzt unser Schmerde und unser Tropius, das wir im letzten Part gefangen haben, mit den Trainern hier. Das Wüstenglas steht ja gut, aber ich bin sicher, mir steht es besser. Wir entscheiden das besser in einem Kampf. Ja, immer alles im Kampf entscheiden, da wär schon die Welt ein Trümmerfeld. Bleiben sie sogar. Sandern! Nee, ich kämpfe nicht mit Schmerbe. Schmerbe ist einfach noch zu schwach für Sandern. Da wechsle ich lieber zu Jungblut. Ja, oder mit Tropius. Ich probiere es mit Tropius. So, Tropius, zeig mir, was du kannst. Tropius? Na gut, das war ein Volltreffer. Ich habe diesen Part übrigens noch schon mal gedreht, allerdings war ich da betrunken und da war er total scheiße, der Part. Das heißt, ich habe mir beschlossen, mache ich den gleich nochmal. Betrunken da Let's Plays aufzunehmen, das ist, naja. Ich habe ja schon mal ein Let's Play betrunken aufgenommen. Und zwar das Team Rocket Let's Play. Das war auch nicht, glaube ich, so besonders gut geworden. Das Wüstenglas hat meine Sicht eingeschränkt. Ich möchte ja immer serious sein, nicht immer so, oh yeah, dieser Wichs habe ich abgeknallt. Ich mache ein Picknick in der Wüste. Hier findet man überall Trainer und so kann ich hier auch Kämpfe genießen. Was, bei den Sandsturm Picknick machen? Dann wird dein Sandwich voller Sand. Dann ist es ein sandiges Sandwich. Okay, wieder ein Gegner für Tropius. Ich glaube, es ist Tropius Trainierzeit. Und ich glaube, ich sollte die Position von Schmerbe verändern. Weil Schmerbe kriegt ja eh Erfahrungspunkte durch den EP-Teiler. Ach komm, Sandwirbel, das langweilt mich jetzt ein bisschen. Schade, dass Tropius noch kein Zauberblatt kann. Ich glaube, Zauberblatt lernt Tropius mit Level 28. Zauberblatt trifft übrigens auch immer, deswegen ist mir jetzt der Zauberblatt eingefallen, weil er Sandwirbel eingesetzt hat, der Gegner. Und Schmerbe erreicht ein neues Level. Gut, Schmerbe spielt auf KP, sehe ich. Das heißt, es wäre gut, ihn in Erholung beizubringen. Steht doch im Attack-Move drin. Popanze! Psycho und Gestein. Ne, Psycho-Boden. Also schwach gegen Pflanze. Rasierblatt. Ich hoffe, es setzt nicht final ein. Im letzten, also in dem Part, was ich gelöscht habe, dem ich betrunken gedreht habe, hat er auch Finale eingesetzt. Kann ich mich erinnern. Okay. Oh, du bist so gemein. Nur weil ich deine Pokémon gekillt habe, oder was? Komm, dann wäre ja jeder Trainer gemein, der deine Pokémon killt. Mit diesem Wüstenglas fühle ich mich wie ein Superheld. Im Moment kann mich einfach niemand besiegen. Niemand außer ich. Camper, oder Camper, ja, Camper, Counter-Strike Camper, Popanze. Okay, wechsel zu Tropius. Kill me, Camper, one more time. Turbo-Dreher, eine sehr schwache Attacke. Ich glaube, die kann man sogar mit Umwickelung vergleichen, so schwach ist die sogar, vielleicht ist sie sogar noch schwächer als Umwickelung. Ach komm, warum trifft Rasierblatt jetzt nicht? Liegt's am Sandsturm oder was? Hat der Sandsturm deine Augen verdreckt oder was? Oder gibt's ja gar keine Blätter zum Schmeißen oder so, ja, egal. Nee, die Blätter, die produzierst du ja durch dein Rasierblatt. Und damit greifst du deinen Gegner an, mit einem Volltreffer sogar. Okay, bla 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 blub blub blub. Sandan. Auch das Sandan, so ein Popanze habe ich bis jetzt nur gesehen. Das andere gibt es ja wahrscheinlich gar nicht. Ein Knackleon wäre auch mal schön. Oder ein Kleinstein. Oder ein, wie heißt Vibrava? Die Entwicklung aus Knackleon kann man auch einbauen. Aber halt nur so, dass es einen Trainer gibt, der nur ein Vibrava hat, weil sonst wäre es ein bisschen unfair. So, Rasierblatt und Tschüssikowski. Ach komm, warum hast du überlebt? Ach komm, warum setzt du Felsgrabber ein? Ich dachte, jetzt wirst du locker von meinem Tropius gekillt, aber es scheint sich jetzt, glaube ich, zu ändern. Ja, der Sandsturm schadet Tropius auch noch.
Neotom können wir hier nicht einsetzen, weil Neotom durch den Sandsturm getroffen werden würde und sofort down geht. Ach, komm schon! Die Attacke muss sitzen, sonst stirbst du. Willst du sterben, Tropius? Nein, gut, ich bin stolz auf dich. Okay, in dem betrunkenen Part war ich, hatte ich auch sehr viel Pech gehabt. Da hat mein Tropius überhaupt nicht getroffen und ist von einem Pupanze gekillt worden, ohne dass ich es schwächen konnte. Und hier gibt es auch irgendwo die Fossilien oben links. Aber ich glaube, ich heile zuerst meine Pokémon bei der alten Dame. Die wohnt hier auch in der Nähe, wenn wir schon hier sind. So, hier. Bla 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 bla. Lass mich in Ruhe. Nein, nicht nochmal. Oh Gott. So. Okay. Fahrrad, haben wir Fahrrad? Hier ist Fahrrad. Ups, ups. Gut, gibt's hier? Ja, Homo, zuerst die Fossilien. Ich kann mich nicht erinnern, an welches Fossil ich im Saphir-Let's Play genommen habe. Ich glaube, ich habe im Saphir-Let's Play das Wurzelfossil genommen. Das heißt, ich nehme jetzt das Clown-Fossil. Damit kriegen wir ein Amaldo raus, beziehungsweise ein... Ja, jetzt... wer ist die Vorstufe von Amaldo? Keine Ahnung. Scheiße, ich weiß nicht die Vorstufe von Amaldo. Ich bin nicht bekloppt. Das ist Grundwissen, hier ist ein Sonnenbaum zu finden. Oder? Ja. Gut, hier ist ein Ruinen-Maniac. Seit 30 Jahren suche ich nach antiken Ruinen. Werde ich jetzt herausgefordert? Ich glaube ja nicht, weil die nächste Ruine ist gleich nebenan. Ruinmaniac Rüdiger. Rüdiger. Okay, der Rüdiger setzt einen Sonderdomer ein. Was macht man denn gegen Sonderdomer? Ich habe einen Vorschlag. Gegen Sonderdomer, da setze ich jetzt einfach mal Tropius ein. Nebenzu habe ich übrigens Fernsehen laufen. Ich schaue nebenbei ein bisschen Fernsehen. Da läuft leider gerade Werbung. Werbung. Ich glaube, ich schalte mal ein bisschen. Multitasking extrem. Ich muss kommentieren, schalten und spielen. Und das gleichzeitig. Läufen auf Comedy Central. Gar nichts. Eine Sendung, die ich nicht kenne. Was läuft denn auf Super RTL? Kinderzeugs. Was? Art Günther ja auch. Na naja, gut. Ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen zu viel Werbung für Serien. Okay. Ich habe nach Ruinen, aber leider nicht nach starken Pokémon gesucht. Okay, hier ist noch eine. Ich habe gehört, dass man in der Wüste Fossilien finden kann, aber wo? Oben links. Ne, wenn du, wenn du jemanden nach dem Weg fragen sollst, dann sag einfach oben links. Hey, wo geht's denn zum Rathaus? Oben links. Wie oben links? Ja, oben links. Okay, danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen und nicht vergessen. Immer nach oben links. Oben links ist der neueste Trend. Ich glaube, das hätte man bei Fausterhafen als Trendsetter machen sollen. Oben links. Okay. Kein Gift, gut. Gut, gut, Sanden. Tropius habe ich auch gegen einen Sanden eingesetzt, wo ich betrunken war. Und da wurde Tropius vergiftet. Da habe ich einen Hyper eingesetzt und dann hat es nochmal Giftstach eingesetzt und was nochmal vergiftet. Okay, ich lasse das ein bisschen geil. Ich schaue jetzt ein bisschen Galileo gerade an. Interesting, interesting. Aha, aha. Rasierblatt. Schaut eigentlich Galileo an, nur weil es nach Simpsons kommt oder nur weil ihr Galileo sehen wollt. Also ich schaue es eigentlich nur an, wenn ich Simpsons gesehen habe. Intensität. Ich glaube, was ist die Useless der Attacke? Naja, Lebensode funktioniert gegen Elektroattacken, aber Schmerbe kann hier nicht von Elektroattacken getroffen werden, ne? Also, tschüss. Lebensuhle.
Heidi, Heidi, deine Welt ist die Wüste. Okay. Und hier unten finden wir noch eine TM, und zwar TM Sandsturm, wenn mich nicht dieses wilde Pokémon angreifen würde. Tuska, naja gut, immerhin ein Nicht-Boden-Pokémon. Tuska ist übrigens das einzige Pokémon, das nicht vom Typ Gestein, Boden und Stahl ist, das auch nicht vom Sandsturm getroffen wird. Ich glaube, es gibt glaube ich noch eins. Marakamba ist glaube ich noch ein Pokémon, das nicht von Sandsturm getroffen werden kann, aber ich bin mir nicht so sicher. Marakamba! Ein Pokémon aus der 5. Generation, für die es nicht wissen. So, ich glaube, wir haben die Wüste. Und wir haben noch 10 Minuten. Wo ich betrunken war, habe ich die doppelte Zeit dafür gebraucht. Unglaublich, was man alles leisten kann. Okay, ach komm, warum taucht jetzt ein Pokémon auf? Was bist du für ein Pokémon? Es ist ein... ein shiny Kleinstein, nein, das wäre zu schön gewesen. Aber ein guter Gegner für Schmerbel. Ackerknarre, vielfach stark. Und tschüss, Kleinstein. Gut, ich glaube, was machen wir denn jetzt? Wir haben noch so viele Möglichkeiten, die wir machen können. Neue Malden froh, genau. Bla 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 bla. Komm jederzeit hier vorbei. Das werde ich allerdings erst in 1000 Jahren. So. Oh, Kevin! Du siehst aus, als hättest du Mumm. Das ist sehr gut. Gut, ich habe es entschieden. Tust du mir einen Gefallen, Kevin? Maldenfroh City hat einen unterirdischen Bereich, der Neu-Maldenfroh heißt. Kevin, ich schicke dich jetzt da unten hinunter, damit du den Generator ausschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier hast du den Schlüssel für Neu-Maldenfroh. Kellerschlüssel erhalten. Kelleröffner. Mach dir keine Sorgen, man kann das nicht gerade eine Herausforderung nennen. Der Eingang zu Neu-Maldenfroh ist eine kurze Surfstrecke von Route 110 entfernt. Das ist alles, du kannst mir vertrauen. Ja gut, hier können wir auch gut unser Schmerbel trainieren. Schmerbel kann nämlich von Elektroattacken getroffen werden. Und dann Maldenfroh müssen wir einfach hier hin surfen. Mit unserem Makuhita. Das ein Schwimmabzeichen hat. Ach komm, Wingal, nerv mich jetzt nicht. Nervensäge. Du stellst nur die Geduld von mir und meinen Schmerbel auf die Probe. Die ich nicht hab. Verdammt, ich wollte gar nicht auf die Insel, aber wir können ja schauen, was da auf dem Schild steht. Team Magma herrschend. Team Magma herrschend. Das hat jemand auf das Schild gekritzelt. Team Magma. Das ist die Insel von Team Magma. Oh mein Gott, hauen wir ab. Oh! Das ist der Wächter von Team Magmas Insel, ein Wingull. Nee, Moment, da verwechsel ich jetzt irgendwas. Und tschüss. Ach komm, lass mich doch fliehen. Ich will nicht kämpfen. Wir sind doch friedlich, oder? Kannst du mich nicht einfach friedlich gehen lassen, Wingull? Oder Wingull? Ich sag Wingull. So, hier ist nochmal ein Foto in dieser Höhle. Und die Musik ist ziemlich cool. Die Tür ist geschlossen. Den Kelleröffner benutzen. Ja, ich möchte den Kelleröffner verwenden. Ach verdammt! Ah. Na gut, positiv denken, wir können unser Schmerbel trainieren. Bei Voltoball müssen wir aufpassen, das kann vielleicht Finale. Das wäre der Todesstoß für Schmerbel, da wechsle ich lieber zu Ninja Tom. Ich nehme Ninja Tom. Oder Ninja Tom, what else, Mensch. Tja, Funkensprung funktioniert weder gegen Schmerbel noch gegen Ninja Tom. Was habe ich Ninja Tom gesagt? Was kommt bei Geheimpower eigentlich raus? Stärke, achso, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Elektroattacke raus, weil wir ja nochmal neu Maldenfroh sind. So, Ninja Tom hat eine richtige Power, aber das behält Ninja Tom geheim. So. Zack. Wir müssen einfach noch die Schalter drin, dann öffnen sich die ganzen Schalter. Ah, tschüss. Ganz simpel eigentlich. Machen wir Taylor ein Team-Pokémon aus der Saphir-Edition. Ich glaube, der perfekte Gegner für Schmerbel-Intensität ist vierfach stark. Tja, Donnerschlag funktioniert nicht gegen das Wasserboden-Pokémon Schmerbel. Oh, Intensität 10. Das heftigste überhaupt. Nun tschüss, Magnetilo. Zieht so viel ab wie ein Erdbeben, vielleicht sogar noch mehr. So, Level 17 für Schmerbel. Okay.
Ja, wir kommen ganz gut voran. Ach komm, ich hätte da nicht drauf treten sollen. Ach Gott. Das ist mir auch beim Saphir-Let's Play, glaube ich, passiert, ne? Positiv denken. Wir können unser Schmerbild noch besser trainieren. Intensität und tschüss. Ich glaube nicht, dass du irgendwie vierfach Stärke überleben wirst und es hat die vierfache Stärke überlebt. Nein! You're pissing me off. Emo. Nein! Wenn jetzt noch ein Ultraschall trifft, ist unser Schmerbe genau tot. Dann wechsle ich jetzt lieber zu Ninja-Tom. Ninja-Tom, komm. Auch wenn Superschall eine Bedrohung ist gegen Ninja-Tom, ich setze Ninja-Tom jetzt ein. Ach komm! Scheiß Paralyse! Wisst ihr was? Scheiße. Toxin funktioniert nicht, der Schneider ist dumm. Da bleibt uns nur noch die Geheimpower. Gut, dass Superschall jetzt sich getroffen hat. Komm, dieses bisschen. Wollen wir es fangen? Ne, immerhin ist es paralysiert. Was? Geheimpower kann paralysieren? Ich check Geheimpower jetzt gar nicht mehr. Ne, ich meine, wir hatten ja schon noch ein Event, wo es den Gegner eingeschlafen hat. Das war gegen Tropius. Da haben wir es ja gefangen. Das war im letzten Part. Magnetilo, Magnetilo, Magnetilo. Oh Gott. Ich habe zu viel CV-Säge gesehen, obwohl die sehr scheiße ist. So, kommt ja immer dasselbe in Pokémon. Habe ich ja schon, glaube ich, in diesem Let's Play schon erwähnt. Voltoball. Gegen Voltoball kämpfe ich jetzt auch nicht. Verdammt, wir können jetzt gegen gar nichts mehr antreten. Ja, ich glaube, ich riskiere es gegen Voltoball. Wir müssen ja was riskieren. Danke. Genau gekillt. Sehr schön. Und jetzt lassen wir uns nicht fliegen, blödes Arschloch. Ah, das Tropius. Hier eine neue Frisur als Gegenleistung. Das ist die Belohnung, weil du unser Schmerbi gekillt hast. Ja, Volltreffer. Ich mag dich, Tropius. So, jetzt nicht auf den blauen Schalter, sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Voltoball! Voltoball! Gegen Voltensor! Zwei Pokémon, die mit Volt anfangen. Was für ein Zufall. Ah, Volltreffer. Was für ein Zufall. Und Rucksackhieb. Ach komm, es! Nicht paralysieren. Gut. Tschüss, Voltoball, Erfahrungspunkte für Voltensor. So. Okay, hier ist ein Item. Fluchtseil. Könnten wir jetzt einsetzen, dann könnten wir uns jetzt verpissen. Möchten wir aber jetzt nicht. Wir möchten ja den Generator deaktivieren. Ein Hyperball. Okay, hier kommen wir, glaube ich, zurück, ne? Ja, genau. Ach komm schon, wilde Pokémon. Voltoball. Ich lief mich nicht mit dem Voltoball, ja? Tschüss. Ich glaube, ich setze das Jungblut an erster Stelle. Weil Jungblut kann Schaufler und ich glaube. Oder nee, komm, Tropius. Tropius an erster Stelle ist das Beste. Das Beste. Und jetzt gebe ich Schmerbe den Erfahrungsteiler. Quatsch, den Beleber. Haben wir einen Top Beleber? Wir haben keinen Beleber, oh mein Gott. Ach komm schon, wilde Pokémon. Nervt mich nicht. Wilde Pokémon. Nervt mich nicht. Ihr nervt mich schon die ganze Zeit. Tschüss, ich flieh. Ihr wisst Bescheid. Ach komm! Am besten nämlich nicht fliehen. Ich brauche unbedingt einen Rauchball. Tschüss. Ja, Moment, wir haben ja die schwarze Flöte, ne? Oder? Wir haben keine schwarze Flöte, was riecht denn da? Wir haben noch keine schwarze Flöte. Haben wir eine schwarze Flöte? Nee. Was denke ich denn jetzt schon wieder? Wir haben doch keine schwarze Flöte. Wie komme ich darauf, dass wir eine schwarze Flöte haben? Keine Ahnung. Wo kam jetzt der Gedanke her? Gehirn, was ist los mit dir? Ich bin im Urlaub. So, ich glaube, jetzt haben wir es auch gleich. Okay, hier darf man keinen Schalter aktivieren, sonst müssen wir noch den ganzen Weg nochmal zurücklaufen und ich spiele jetzt, ich habe jetzt keinen Nerv mehr dafür.
Wir sind hier ganz schön schnell in diesem Part. Ich meine, wir haben jetzt 20 Minuten und dann die Wüste und jetzt haben wir schon fast normal Info fertig. So, ja. Das ist doch gar nicht mehr schön, wie schnell wir jetzt hier auch durchrushen. Ich glaube, ich sollte mir die Zeit nehmen, mich zurücklehnen und die Pokémon einfach trainieren. Uns passiert ja nicht, wir haben jetzt Zeit. Wir haben genug Zeit der Welt und ich übersteuere die ganze Zeit, sehe ich gerade. Aber es ist okay. Jetzt rede ich ein bisschen ruhiger, damit es nicht mehr so übersteuert, damit es ein bisschen schöner klingt. Nicht so wie ich so ganz laut, so wie ich die ganze Zeit auch rede. Sondern ich rede jetzt ganz normal. So. Ganz normal. Hold the ball is down. Erfahrungspunkte für Tropius. Und was ist das? Paraheiler. Schön. Ja, aber ein Hyperheiler, das bringt es uns ja gar nichts, ne? Ach verdammt, hier ist noch ein Schalter. Was soll denn der Müll? Hyperheiler und wahrscheinlich ist das wieder ein Motorball. Natürlich. Wir müssen alle Items ansprechen, die wir sehen. Nicht, dass wir eins übersehen, weil wir denken, das ist ein Motorball. Das wäre sehr ungeil. Das Seeblatt. Aber komm, ich weiß, du hast es besser drauf, Tropius. Du wirst es doch schaffen, dieses Waterball zu killen, oder? Hallo. Autsch. Don't hurt my Tropius. Don't hurt my Tropius. No more. Bot, nein. Treff. Boah. Also wenn Tropius ums Überleben gekämpft, überlebt Tropius immer. Vielleicht, weil es auch immer in den Tropen überlebt hat. hier ist nichts. So, okay, hier geht's weiter. Hier müsste auch jetzt der Generator sein. Jawohl, da ist er. Der Generator strahlt eine Hitze ab, die sogar aus der Entfernung zu spüren ist. Man sollte ihn so schnell wie möglich abschalten. Gerne. Kevin stellt sich auf den Schalter. Klick. Der Generator ist ausgeschaltet. Okay, jetzt können wir unser Fluchtseil nehmen, beziehungsweise Schaufler. Unser Jungblut kann der Schaufler. Und wir können wieder nach Maldenfroh City zurück. So, Schaufler. Und tschüss. Neu Maldenfroh. Also, wir werden nur bis zum Eingang. Na gut, ich dachte, wir kommen zurück. Das war zumindest bis zur zweiten Generation so. Ab der dritten wusste ich es gar nicht mehr. Und jetzt muss ich feststellen, dass es ab der dritten nicht mehr möglich ist. Ich habe das Gefühl, ich rede jetzt ein bisschen zu leise. Das heißt, ich rede jetzt wieder ganz normal. Okay. So. Ich glaube, diesen Ort hätten auch erledigt. Boah, wir sind echt schnell in diesem Part. Scheiße, darf man das überhaupt als Parts gelten lassen oder sollte ich das schon als zwei Parts rendern? Dass einer die Wüste ist und einer neue Maldenfroh. Ich meine, gespeedet haben wir ja wirklich nicht. Wir haben ja nur das Nervige gespeedet. Ich wusste es, Kevin. Ich wusste. Ich habe die richtige Person herausgepickt. Hier, das ist mein Dankeschön, ATM, die Donnerblitz enthält. Nimm, du hast sie wirklich verdient. Yay, TM24, yay. Steht doch im Attacken-Moveset für Voltenzo drin. Jetzt freut mich zu sehen, wie energetisch sich die jungen Leute heute entwickeln. Ich schau mal schnell nach, ob Voltenzo Donnerblitz von selber lernen kann oder ob wir ihn als TM Donnerblitz beibringen müssen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Ich musste feststellen, Voltenzo lernt Donnerblitz nicht von selber. Das heißt, wir müssen es selber in die Hand nehmen und es läuft übrigens Wer wird Millionär gerade. Ich kann ja die Fragen mal ab und zu vorlesen, falls ihr Lust habt. Genau das mache ich. Da haben wir hier ein bisschen Fragen, beziehungsweise ich werde es im nächsten Part machen. Donnerwelle, ich weiß nicht, Donnerwelle ist eine gute Attacke. Jauler. Jauler setzt mir eh nichts ein. Okay. Ich glaube, ich beende jetzt den Part. Ist zwar heute ein bisschen kürzer als sonst, aber naja, dafür haben wir viel geschafft. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Servus.